Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Eine Sache können wir GTA-Fans nicht erklären. Warum braucht Rockstar Games so lange, um GTA 6 zu entwickeln? Wenn wir uns die Vergangenheit anschauen, hat Rockstar Games im Jahrestakt sehr viele und gute Spiele rausgehauen. GTA 4, Max Payne 3, Red Dead Redemption 1, GTA 5, GTA Vice City, GTA San Andreas. Diese Spiele kamen halt aufeinander, besser gesagt, und Rockstar Games hat nicht erstmal 10 Jahre gebraucht, um ein neues GTA-Teil zu veröffentlichen, beziehungsweise 5 Jahre, um zum Beispiel ein Red Dead Redemption-Teil zu veröffentlichen. Natürlich kann man sagen, das wird immer aufwendiger, denn die Spiele werden immer detailreicher, größer und die Grafik wird immer besser, aber nichtsdestotrotz ist es schon ein bisschen merkwürdig. Und jetzt auf Reddit sind Dokumente aufgetaucht. Es geht um die Gerichtsverhandlung von Leslie Benzies. Leslie Benzies war ein sehr wichtiger Kopf bei Rockstar Games, der zum größten Teil an GTA 5 beteiligt war, und GTA Online gehört quasi auch ihm. Er hat GTA Online auch erschaffen. Wir schauen uns jetzt mal diesen Lawsuit an, beziehungsweise auf besser gesagt diese Gerichtsverhandlung an, die Dokumente, die dort gezeigt wurden und die Diskussion auf Reddit, weswegen GTA 6 anscheinend später rauskommt, beziehungsweise besser gesagt so spät rauskommt. Es sind, wie gesagt, Spekulationen. Aber nichtsdestotrotz kommt ja bald GTA 5 Expanded und Enhanced, und wenn du GTA Online Geld benötigst, dann schau bei meinem Partner JG Gaming vorbei. Mit meinem Code 6 bekommst du nochmal Rabatte auf die schon vorhandenen günstigen Preise. Es ist sicher, euch passiert gar nichts, vertraut mir, gönnt euch was, damit ihr euch alles leisten könnt in GTA Online. Aber wir kommen mal ganz schnell zu diesem Video hier. Der User hat auf Reddit diese Gerichtsverhandlung gepostet, diese PDF-Datei, was man sich durchlesen kann. Schaut mal in die Videobeschreibung. Die Leute, die sich für sowas interessieren, werden sich das durchlesen. Dort spricht Leslie Benzies über seine Entwicklung bzw. seine Arbeit an den GTA-Spielen. Und wenn man sich die Sachen anschaut, kann man sich schon denken, wie wichtig Leslie Benzies für GTA war. Leslie Benzies war einfach der Kopf bei Rockstar Games, bzw. besser gesagt, die GTA-Spiele haben wir durch Leslie Benzies bekommen, und er hat an jedem GTA-Teil gearbeitet seit GTA 3. An jedem GTA-Teil, GTA 3, GTA Vice City, GTA San Andreas, GTA 4 und GTA 5, der Typ ist einfach GTA. Leider wurde Leslie Benzies im März 2015 gefeuert. Der Abgang war nicht sehr legitim, er wurde irgendwie aus Rockstar Games vergrault, keine Ahnung, was da vorgefallen ist, aber Rockstar Games hat Leslie Benzies einfach entlassen. Gerüchten zufolge war Leslie Benzies im Urlaub, und als er vom Urlaub zurückkam, musste er einfach sein Büro räumen und wurde dann von den Sicherheitskräften bei Rockstar Games rausbegleitet. Das ist kein schöner Abgang für so eine wichtige Person bei Rockstar Games. Ob es von Sam Hauser und Denhauser entschieden worden ist, wage ich zu bezweifeln, wenn wir uns die Spekulationen weiter anschauen. Leslie Benzies ist, wie gesagt, eine sehr wichtige Person, denn zum Beispiel, wenn ihr GTA 5 beendet, taucht Leslie Benzies als einer der ersten Namen auf bei den Credits. Das heißt ja, er ist sehr, sehr wichtig. Laut den Dokumenten, nachdem Leslie Benzies Rockstar Games verlassen hat, kam Dan und Sam Hauser anscheinend mit der Entwicklung und dem ganzen Drum und Dran nicht mehr klar. Sie haben einfach gemerkt, dass Leslie Benzies fehlt. Leslie Benzies war für Rockstar Games sogar so wichtig, als Sam Hauser und Denhauser Red Dead Redemption 1 entwickelt haben und einfach mit der Entwicklung, wie gesagt, nicht klar kam. Es war sowas von chaotisch. Da wurde sogar von Sam Hauser am 22. Oktober 2009 eine Mail an Benzies geschrieben. Da war Benzies noch bei Rockstar Games, aber war an Red Dead Redemption nicht beteiligt. Wie gesagt, er war eher an den GTA-Spielen beteiligt. In der Mail stand folgendes: Das Hoch und Runter ist wirklich extrem. Wir müssen das schnell beheben. Hilfe, ich werde verrückt. Die Hauser-Brüder haben in der Mail die Entwicklung von Red Dead Redemption 1 als ein Albtraum beschrieben. Das Red Dead Redemption ist ein Albtraum. Aber da müssen wir raus. Wir haben Probleme mit der Kamera über den Platz. So viele Probleme, dass ich dies nicht rational anschauen kann. Bitte helf uns, Red Dead Redemption in Ordnung zu bringen. Sam hat sogar in die Mail geschrieben, I need bands. Besser gesagt, ich brauche
Leslie Benzies. Er hat einfach nach Leslie Benzies gerufen, weil die Entwicklung bei Red Dead Redemption so katastrophal war. Sie kamen damit einfach nicht klar und Leslie Benzies hat denen daraus geholfen. Und wenn wir uns jetzt mal die jüngsten Gerüchte anschauen, dass GTA 6 momentan in einer sehr chaotischen Entwicklungsphase befindet, könnte es sogar so sein, dass das größtenteils auch damit zu tun hat, dass wichtige Köpfe bei Rocksteady Games nicht mehr vorhanden sind. Denauser ist weg und Leslie Benzies ist weg. Und wenn ihr euch mal anschaut, wie wichtig Benzies eigentlich war, er war an jedem GTA-Teil beteiligt und jetzt plötzlich ist er nicht mehr da. Wie kann dann ein GTA 6 in Entwicklung sein? Besser gesagt, wie gut kann GTA 6 in Entwicklung sein? Das hat GTA 6 definitiv beeinflusst und deswegen bekommen wir vielleicht GTA 6 später als gedacht, weil Rockstar Games dies alles nochmal überarbeiten muss und vielleicht sogar in Entwicklung sehr, sehr schwer vorangekommen ist, weil es sind einfach zwei wichtige Köpfe. Denhauser und Leslie Benzies waren einfach die Köpfe bei Rockstar Games und wenn diese dann fehlen, natürlich steckt dann Rockstar Games in einer Identitätskrise. Man sieht es auch bei Battlefield, da sind auch wichtige Köpfe in der Vergangenheit weggegangen von den Entwicklerstudios und was ist damit passiert? Man erkennt Battlefield 2042 gar nicht mehr und ich habe Angst, dass es bei GTA 6 genauso sein wird. Wenn wir uns mal die heutige Zeit anschauen, Rockstar Games hat sich leider verändert. Ich habe Angst, dass GTA 6 einfach die Satire verliert. Dass sie zum Beispiel versuchen werden, irgendwie politisch korrekt zu sein. Dass sie einfach diesen DNA verlieren werden. Das wäre ein katastrophaler Move für Rockstar Games. Denn wenn wir uns mal anschauen, GTA 5 und GTA 6, 10 Jahre. Und ich bin mir sicher, GTA 7 wird noch länger dauern. Und dann müssen wir mit GTA 6 auskommen, die nächsten 10, 15 Jahre. Das wäre echt katastrophal. Also kann man schon sagen, dass Leslie Benzies eine wichtige Rolle bei der Entwicklung von GTA 6 hätte, wäre er noch da gewesen. Und ich denke, wenn Leslie Benzies da gewesen wäre, wäre GTA 6 eventuell sogar früher erschienen. Wer weiß. Hierbei bin ich sehr auf eure Meinung gespannt, was ihr zu diesem Thema sagt. Denkt ihr, Leslie Benzies hat eine wichtige Rolle gespielt und deswegen ist GTA 6 bis jetzt noch nicht erschienen, weil er einfach bei Rockstar Games fehlt? Oder denkt ihr so, nee Mann, der einzige Grund, warum GTA 6 noch nicht draußen ist, ist GTA Online? Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Es würde mich sehr, sehr interessieren. Gib mir ein Like, wenn dir das Video gefallen hat und abonniere diesen Kanal, wenn du keine weiteren News mehr über GTA 6 verpassen möchtest. Ich halte euch immer auf dem Laufenden und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Danke fürs Schauen. Tschüss.